Hallo, hier bei Gran Turismo 7. Heute geht es mit dem Porsche Carrera GT04 zum ersten Rennen des Porsche Cup. Ich konnte gar nicht so viel tunen. Also erstmal, er ist auf 600, also für den Porsche Cup maximal halt 650. Konnte also auch entsprechend nicht viel einbauen, okay. Ihr seht, selbst das runter ein bisschen tiefer liegen ist schon grittig. Okay. Auf wie viel waren wir am Anfang? Ich ist gar nicht mehr. Scheiße. Ich dachte zumindest, das geht locker leicht, aber nee. Mal so Reifen maximal Sportmittel und ein paar Kleinigkeiten habe ich eingebaut, Luftfilter und Auspuff und sowas, und dann war schon vorbei. Ich bin gespannt, was das wird und wie er sich überhaupt fährt. Ich starte mal Autodrome Lago Maggiore. 5 Runden. Natürlich auf jeden Fall mal noch den Flieger raus, also voll aufgehen und dann mal schauen, was es noch geht. Dann nach den ersten Kurven wird mal ein ganz gutes Spiel. Auch besser in den Kurven, wie ich das von anderen Fahrern kenne. In einer Kurve immer ein bisschen. Man merkt eigentlich gut, es steckt noch mehr drin. Er will es eigentlich auch rauslassen. Aber er darf nicht. Scheiße.
dass genau jetzt hier ein Tortüder da vorbeifahren muss. Ein paar Rennreifen. Sekunden auf den ersten, wenn ich dann aber da noch rankomme.
kann ihn zumindest schon mal am Horizont sehen. Schade, schade. Nein, und der FGT3. Der ist auf jeden Fall besser getuned. War trotzdem ein geiles Rennen. Aber voll getuned. Bin mal gespannt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Beim nächsten Mal versuche ich mich erstmal am zweiten Porsche Cup Rennen. Und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Replay. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.